Ein wunderschöner Spätnachmittag zum Poppen. Ich fische dabei seit Jahren ausschließlich mit meinem Eigenbaupopper. Denn erst seit diesem habe ich auch Bisse und Fänger mehr. Das sage ich so explizit, da ich eben einen Facebook-Kommentar auf das Fangfoto las, der ungefähr lautete: Popper ist Popper, man kann das Rad nicht neu erfinden. Vermutlich fahren solche Leute auch mit einem hölzernen Einrad zu ihrem Angelspot. Denn jeder, der ein Spezialist, egal auf welchem Gebiet ist, weiß, dass es oft auf feine Details ankommt und dass eben ein Gerät nicht gleich wie das andere ist. Was meine Popper-Entwicklung von den meisten anderen unterscheidet, kann man hier sehr gut erkennen. Denn welches andere Modell lässt sich schon 3 Meter über der Wasseroberfläche stehen, bei dieser Grundsee und Wind derartig aggressiv führen? Die meisten anderen Popper würden hier einfach unkontrollierbar über die Oberfläche schlittern und es käme nicht zu diesem Biss. Sprung, Gaff, Gaff, Gaff! Sprung, Gaff! Der Räuber ist direkt unter der Rutenspitze abgetaucht und sucht nach Hindernissen. Scheiße. Hey! Bonito! Sag mal aus! Ich hoffe, ich kann so hier rüber landen. Aber das sieht voll in die Steine. Ich muss hier irgendwo landen. Das ist besser. Ah, scheiße! Ah, nicht in die Steine! An solchen Spots mit derartig schroffen Felskanten und Muschelbänken und dann noch der Grundsee fische ich ein 080er Vorfach extra lang. Komm, bitte, 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 nicht abreißen, nicht abreißen. Ah. Ach, da haben wir. Da bist du ja fertig. Ah, nee, noch nicht. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Ah. Ach du Scheiße. Der ist groß. Großer Bonito. Boah, eine Rakete. Hui! Am ersten Wurf! Zum Schluss noch die Anmerkung: Nein, ich möchte niemandem meine Köder zum Kauf aufnötigen. Ganz im Gegenteil, ich sah mich genötigt, meine eigenen Köder zu entwickeln, weil mich die Köder im Laden einfach nicht überzeugt haben. Den Link zu diesem Popper findet man in der Beschreibung des Videos. Leider ist er aber zum Veröffentlichungszeitpunkt des Videos ausverkauft.